Ja, Leute, wir kommen zu einem neuen Part von Mario Party Island Tour. Heute die Sternsafari. Sternsafari. Sammle hoch oben in den Wolken Mini-Sterne. Und zwar immer im richtigen Moment. Ja, Geschick und Glück sind gefragt. Minispiele nicht so. Aber wie viel Glück gefragt ist einfach nur meine Fresse. Peach. Verdammt viel Glück, Peach. Willkommen zur Sternsafari. Einer Reise, bei der vier Sterntreppen eine wichtige Rolle spielen. Spiel beginnen. Gut, zuerst kämpfen wir um die Zugreihenfolge. Ja. Du willst wissen, was denn nun eigentlich eine Sterntreppe ist? Dann sieh doch mal bitte dort hinüber. Dies ist eine erste Sterntreppe. Auf ihr befinden sich Kreaturen, deren Ministerne es zu ergattern gilt. Wer auf der Sterntreppenfeld landet, erhält die Ministerne. Der Kreatur, die gerade ganz oben ist. Wiggler, Parakupa, Barakumba und Flapflap. Beeile dich, also solange sich eine Kreatur mit vielen Ministernen auf der obersten Stufe befindet. Ja. Minispiel um Mini-Sterne. Wenn man sich anstrengt, kann man in diesem Minispiel eine ordentliche Anzahl Mini-Sterne gewinnen. Für den ersten Platz gibt es 3 Mini-Sterne, für den zweiten Platz 2 und für den dritten Platz 1. Wer den letzten Platz belegt, geht leer aus. Also gib alles. Such ein Minispiel aus Waluigi. Schiebepuzzle. Steuerung. Touchpad Puzzleteile verschieben. Bringe die Teile so schnell wie möglich in Position und stelle die 3 Puzzles vor deinen Rivalen fertig. Okay. Ach, geht doch schnell. Scheiße. Ja, Yoshi ist viel zu. Bonuszug drin. Okay. Na, jetzt bin ich dran. Los, Peach, wirf den Würfel. Die Sterntreppe zuerst erreicht, bekommt 10 Mini-Sterne. Also ist eine Hochwürfelzahl angesagt. Oh, 6.
Wunder, oh, noch wieder Minispiel. Geil. Gut. So, Kulat. Ohne Obst, nix los. Ja, es ist Obst im Haus. Steuerung Touchpad ausmalen. Male alle Früchte aus. Wer als erstes mit den drei Blättern fertig ist, gewinnt. Ja. Nichts leichter als das. Total schön wie Mühe. Was ist das? Das ist doch kein Obst. Sieht aus wie ein Hüpfball, ganz ehrlich. Das ist deine Chance, wirf mindestens eine 5, um 10 Minispiele einzusammeln. Wirf keine 5, Yoshi. Scheiße. Jetzt ist er natürlich führend. Wirf eine 1, Waluigi. Wirf eine 1. Hab Pech. Yes! Verdient, Waluigi. Verdient. Buh! Wirf eine 1. Okay. Jetzt bin ich. Mindestens 2. Jetzt gibt's Sterne. Parkoopa überlässt dir 7 Mini-Sterne. Ich glaube, Yoshi ist mein Erzfeind hier jetzt gerade. Er stellt sich nicht schlecht an. Was uns wohl auf der zweiten Sterntreppe erwartet? Ach, da haben wir sie ja schon. 7-mal Unglückssterne. Für jeden Unglücksstern, den du erhältst, verliest du einen Mini-Stern. Flatter hat 10 Mini-Sterne. Das lohnt sich also, versuche es sie dir zu schnappen. Ja, Yoshi stellt sich mal gar nicht so schlecht an. Das muss ich ihn lassen. Ja, Yoshi möchte Mini-Sterne haben. Ich merk's schon. Ziffernknobeln. Steuerung, Touchpen, Spielsteine positionieren. Zieh einen Spielstein auf das Spielfeld. Für jede Ziffer, die nur dein Stein abdeckt, erhältst du die entsprechende Punktzahl. So.
Natürlich. Immer noch der Beste. Na gut, mit Yoshi. Nein. Yes. Ja, Yoshi wird gefährlich. Na komm. Nein. Nein. Ach, Yoshi. Penner. Was für ein scheiß Penner ist Yoshi, wie unfair. Gut, Platz 2, aber... Ja. Booster gearschte. Wer hat denn jede Sterntreppe noch nicht erreicht? Einmal abschleppen, bitte. Richtig, Freunde, das ist sicherlich Buu gar nicht. Er ist bis jetzt der Schlechteste. Natürlich. Verarsche. Gut, es kommt aber auf die... Ja. Würfel keine 5, Yoshi. Würfel keine 5. Du würfelst gefälligst... Du solltest doch keine 5 werfen, Yoshi. Gemacht, Yoshi. Du liegst jetzt in Führung. Hoffentlich nicht mal lange. Häschenhascherei. Okay. Steuerung. Schielpad bewegen. A. Häschen aufnehmen, absetzen. Fang die Häschen und bring sie in das Gehege. Okay. Und Waluigi haben Gleichstand.
Nein! Mario Party ist nur Betrug. Jetzt läuft es ein bisschen schlecht. Dann sehen wir uns nach der dritten Sternentreppe um. Oh nein, da gibt es ja fast nur Unglückssterne. Ach du Scheiße. Von denen würde ich mich fernhalten, wenn ich du wäre. Der Maxi-Knochentrocken hat ganze 7 Unglückssterne. Geh ihm also lieber aus dem Weg. Sieht ganz aus, als wäre... sieht ganz aus, als wäre ein schnelles Vorankommen momentan gar nicht so erstrebenswert. Er hat so viel Glück, Yoshi. Ganz ehrlich. Nur die Minispiel könnte mich noch retten. Markier dein Revier hatten wir schon. Ich hatte so viel Glück, ey. Man merkt, wo sich der Computer, auf wen der Computer setzt. Der Computer setzt voll auf Yoshi, man merkt's. Sortiere sie so, wie es für so ein Glück, aber auch die Sterntreppe ist zum Greifen nah. Jetzt kannst du die Reihenfolge der Kreaturen so anordnen, wie sie dir am besten passt. Also Waluigi, dann leg mal die neue Reihenfolge fest. Beginne mit der Kreatur auf der obersten Stufe. Die neue Reihenfolge steht fest. Eine Wegbelegung. Hier musst du dich für eine Richtung entscheiden. Nimm einfach die Route, bei der auf einem besseren Feld landest. Jetzt kannst du die Reihenfolge der Kreaturen so...
Boxen passt. Aber Peach, vergiss nicht, dass du im nächsten Zug alle Voraussichten nach der Sterntreppe erreichst. Und denk vor allem daran, dass du nicht der einzige Spieler bist, der auf dem Weg dorthin ist. Überleg dir genau, wie viele Mini-Sterne du erhalten willst, wenn du die Anordnungen änderst. Also Peach, dann leg mal die neue Reihenfolge fest. Beginne mit der Kreatur auf der obersten Stufe. Eigentlich ist es genau dieselbe. Auf jeden Fall wird Waluigi Minus machen. Ja, viel Spaß, Waluigi. Käfer. Ja, jetzt bin ich dran. So, ich führe wieder. Alle Spieler haben die zweite Sterntreppe passiert. Ein guter Zeitpunkt, um sich die aktuellen Platzierungen anzusehen. Ja, Yoshi wird wirklich gefährlich so langsam. Jetzt beginnt die riskanteste Phase des Spiels, also gib dir Mühe. Nee, nicht das, das ist sowas von. Das nur jedes Minispiel ist auf Glück basiert. Hundertprozentig. Hammerbammel. Das ist sowas von auf Glück basiert. Das ist scheiße. Steuerung: Schiebepad bewegen, A bestätigen. Touchpad, Rad drehen. Such dir einen Platz auf dem Rad, bevor es gedreht wird. Wenn du bis zuletzt vom Hammer verschont bleibst, gewinnst du. Das ist sowas von auf Glück basiert. Da muss man richtig viel Glück haben. Ich sag mal, hier. So, ja. Yoshi darf nun das Rad drehen. Nicht euer Ernst. Das hast du mit Absicht gemacht, Yoshi. Nur weil ich dir am gefährlichsten bin. Das ist sowas von auf Glück basiert. Sieht aus wie ein Pokéball. Das Spiel.
die Kreaturen auf. Anscheinend tauschen die Kreaturen auf der Sterntreppe ihre Plätze. Unglaublich. Die Unglückssterne, die auf der obersten Stufe zu vergeben waren, wurden auf die unterste Stufe verlegt. Auf der obersten Stufe befinden sich nun Knochengummer mit 5 Unglückssternen. Achtung, bei einer Würfzahl von 3 oder höher bekommst du 5 Unglückssterne. Hätte er verdient. Ganz ehrlich. War schon Yoshi das. Ach. Nein, ich lasse Yoshi machen. Dreh das Ding. Das ist sowas von steuerungsbasiert. System, nein, Kapsel drehen. Drehe jede Kapsel so lange, bis die Ansicht der jeweiligen Figur mit der Vorgabe im Karton übereinstimmt. Hinweis, drücke Steuerkreuz nach unten, bla bla bla. Um den Gyrosensor neu zu kalibrieren, falls deine Bewegungen auf dem Bildschirm unkorrekt umgesetzt werden. Lege bitte